Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und vorneweg möchte ich mich gleich entschuldigen für die Störgeräusche nebenbei, die Vögel, wie ihr schon hört, ich habe das Fenster auf. Es ist nämlich ja, ziemlich warm, möchte ich mal sagen. Aber fangen wir an. Wie ihr seht, ein neuer Stern, ja. Und ich weiß, es sind sehr viele Sterne, aber keine Sorge, es werden noch ein paar weitere Sterne folgen, aber natürlich auch andere Autos. So, hier vorne sehen wir jetzt die Verpackung der C-Klasse, ja? C-Klasse T-Modell mit der internen Modellnummer S205. Und das ist die Exclusive Edition bzw. Exclusive Line Ausstattung, wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe den Wagen jetzt schon mal losgeschraubt, deswegen kann ich euch erstmal die Unterseite nicht zeigen von der Verpackung. Ihr seht, hier ist eine Folie dran, also der ist letztes Jahr von mir gekauft worden und bis dato nicht mehr angerührt worden. Hier seht ihr den Aufkleber für die Echtheit. Die Mercedes dafür garantiert. Hier hinten ist gar nichts zu sehen und hier vorne auch nicht viel außer das Lichtfenster und von der Seite. Und von oben ist typischerweise das Mercedes-Logo und der Mercedes-Schriftzug. Ja, wie gesagt, ist eine Dealer-Edition. Und ich packe die jetzt einfach mal geschwind aus für euch und zeige euch nochmal kurz die Unterseite. Okay? Bis gleich. So, hier nochmal die Unterseite. Bisschen spektakulär. Ja. Die B-Nummer. Und natürlich wieder in schwarz, so wie ich die meisten Autos eigentlich in schwarz habe. Das war die UVP. Hier vorne könnt ihr wieder sehen, der obligatorische Handschuh, weil das Auto ist von der Firma Nochev. Ne? Und hier seht ihr wieder den Ersatz Mercedes Stern. Hier oben ist einer, ja, und hier ist auch noch ein kleiner. Finde ich immer ganz praktisch. Falls man mal aus irgendwelchen Gründen auch immer diese Sterne hier abbrechen sollten. Außerdem sehen wir in der Packung hier hinten wieder einen Schraubendreher, ja, für die Norris befindlichen Schrauben, die hier unten drunter sind. Und ja, habe ja schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn man einige Modelle von Mercedes kauft, kann man hier eine Sammlung eröffnen. Ja? ich tue den mal wieder hier rein. Ich habe ihn ja schon abgeschraubt und hole einmal das Modell heraus. So Leute, das ist die C-Klasse ausgepackt. Und ich beginne wie immer von vorne. Hier unten die Lufteinlässe mit der Chromleiste. Wie gesagt, das ist ja die Exklusivline. Die hat noch als Gimmick hier, beziehungsweise was heißt der Gimmick? Bei Mercedes war es ja immer so, dass ein Stern oben drauf ist. Ist bei der Exclusive Line auf jeden Fall vorhanden und bei der Normalversion werde nämlich hier im Grill implementiert. Apropos Grill, ihr seht hier, der ist zu. Finde ich es persönlich nicht so schön, ja, aber ist halt so. Ne? Also wie gesagt, es gibt auch eine die Version, wo der Grill offen ist. So, hier sieht man die Scheinwerfer. Sehen sehr gut aus, mit dem LSG-Streifen hier oben drin. Zeige ich mal den Motorraum. Da unten ist ein kleiner Nippel, ja, könnt ihr den sehen, hier, das Teil hier. Und da kann man die Motorhaube öffnen quasi. Ich nehme dazu aber wieder dieses kleine Werkzeug. Ja. So.
geht noch recht schwer. Wie gesagt, der Wagen ist neu und seitdem nie wieder aus der Packung geholt worden, außer damals zur Kontrolle. So, jetzt ist die Motorhaube auf und man kann den Innenraum des Motors sehen. Ist natürlich wie bei fast allen neuen Wagen relativ zu, man sieht nicht viel außer Abdeckungen. Ist aber dennoch eigentlich meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Man hätte natürlich etwas mehr Design bzw. Details unterbringen können, aber ist jetzt nicht so schlimm. Denn ich lasse meine Autos eigentlich normalerweise geschlossen. Ist okay. Machen wir dazu. Aber dennoch kann ich natürlich sagen, die Qualität insgesamt von dem Wagen ist schon sehr gut. Also Borif hat sich da mittlerweile meiner Meinung nach wirklich, gerade was diese Mercedes-Modelle angeht, wirklich sehr weiterentwickelt. Also die Qualität ist schon sehr gut. So, hier haben wir die Seite des Wagens mit den Felgen. Ich finde die jetzt nicht ganz so toll. Ja. Ich meine, das Design ist von Mercedes natürlich wohlgegeben, aber ja, hätte man schon besser machen können. Hier oben können wir noch sehen, der Wagen hat ein Panoramaglasdach. Ja. Finde ich persönlich immer sehr schick. Und kommen wir zum Heck. Das sieht meiner Meinung nach eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir einen Rückscheibenwischer, die Chromleiste hier. Unten kann man auch noch mal sehen, verchromt, die Auspuffblenden. Das ist halt so eine Sache, die mittlerweile mich ein bisschen stört, weil die Autohersteller sind ja mittlerweile dahin gegangen, dass sie jetzt gar keine echten Auspuffänderungen mehr dort dran machen, sondern dass die dahinter versteckt sind und man halt quasi nur solche Plastiklöcher hat. Teilweise sind es ja nicht mal mehr Löcher. Finde ich selbst jetzt nicht schön. Also ich möchte schon, wenn ein Loch da ist, dann muss es auch ein echtes Auspuffloch sein. Oder Endtopf-Rohrloch, wie auch immer man das nennen möchte. Aber naja, da kann man nichts machen. Die andere Seite sieht natürlich genauso aus wie die andere. Und ich zeige euch jetzt mal den Innenraum. So, der Wagen ist auf und man sieht hier im Innenraum ist wieder alles schön beige. Und da muss ich sagen, das gefällt mir bei der C-Klasse eigentlich sehr gut, was Mercedes da gemacht hat. Und zwar ist es die Mittelkonsole. Ich weiß nicht, ja, das könnt ihr sehen. Ja. Die Form, die gefällt mir und mit der Holzoptik, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist auf jeden Fall was Neues gewesen im Vergleich zu den alten C-Klassen. Hier an der Seite bei den Türen auch wirklich schön gemacht. Hier hinten ja, auch. Der Innenraum ist auch wieder hier unten mit Teppichimitat. Ja. Der Kofferraum. Ist auch ja, gut umgesetzt. Hier der Teppich oder das Teppichimitat, auch sehr schön. So, kommen wir zur Beifahrerseite. Und hier kann man noch mal besser sehen, wie die Konsole aussieht. Versuchen wir hier noch ranzugehen. Aber ich denke, es ist ganz erkennen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Auch in der Mitte der Joystick bzw. das Drehrad zum Wählen für die für das Entertainment-System. Und hier kann man reingucken in das Panoramadach. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu dem Modell zu sagen.
kann es empfehlen. Wer persönlich zum Beispiel so ein Auto fährt, gibt es ja viele Menschen, die sich da dann das Modell dazu kaufen. Macht man auf jeden Fall keinen Fehler. Und wenn man Mercedes sammelt, ja gut, dann ist es natürlich klar, dass man den vielleicht auch kauft. Ja? Ja Leute, das war die Vorstellung des der Mercedes C-Klasse, ja, mit der Modellnummer S205 in der Exklusivline. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich immer auf Daumen nach oben. Ja. Neue Abonnenten wären auch schön. Teilt das Video gerne oder gebt mir Feedback, schreibt mir einen Kommentar. Sagt, ob ihr auch sammelt, Autos oder irgendwas anderes, würde mich mal interessieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Euer Georg von GK Modellcar Universe. Ciao!